Drittens Lotte in Weimar 1936 bis 1939. 3.1. Wenn ich Thomas Mann einen religiösen Dichter seit seinem 50. Lebensjahr nenne, weil er selbst sich so nennt, wird dennoch nicht alles religiös bei ihm. Die Welt besteht weiter fort und man kann sich in ihr verlieren. Ihm selbst passiert das aber nicht mehr. Seine Werke seit 1925 atmen nicht überall so viel biblische Luft wie im Josefsroman, obwohl die biblische Luft dann im Faustusroman wieder atemberaubend wird, wie wir sehen werden. Aber verleugnen will er seine Wendung zum Ewigen nicht mehr und so nimmt alles eine Wendung zum Heiligen hin, auch beim Thema Lotte oder Charlotte Kästner, geborene Buff. 3.2. Es gibt zum Beispiel die Vergangenheit. Sie ist ganz weltlich zunächst einmal. Thomas Mann behandelt sie so, als wäre er selbst dabei gewesen. Er reist im Jahre 1816 mit Charlotte Buff aus der Vergangenheit nach Weimar, um ihre Schwester in der Stadt zu besuchen. Mehr aber noch war Lotte wohl der Hoffnung, Goethe nach 44 Jahren wieder zu sehen. Sie hatte seinen Wein in der Jugend gekostet und nach den Jahren der Pflicht und des Wassers wollte sie seinen Geschmack noch einmal verspüren. Thomas Mann schreibt als Goethe oder Goethe als Thomas Mann. Wir haben die Trennungsphilosophie hinter uns gelassen und unser Schriftsteller webt und schwebt in der neuen Sphäre, in der einer für den anderen eintritt. 3.3. Der historische Goethe erwähnt in seinem Tagebuch am 25. September jenes Jahres 1816 trocken, Zitat, mittags Riedels und Madame Kästner von Hannover. Zu dem Essen waren tatsächlich nur die Verwandten von Charlotte Kästner geladen, bei denen sie am 22. September eingetroffen war. Thomas Mann macht daraus eine Tafelrunde von 16 Personen, deren Höhepunkt ein homerisches Gelächter ist, als Goethe es übernimmt, einen chinesischen Spruch in den Raum zu stellen. Er führt die Landsleute des Konfuzius an, die ein Sprichwort haben, das laute, Zitat, der große Mann ist ein öffentliches Unglück. Die Runde erstarrt, große Stille. Einige springen auf, Stühle fallen um, Teller gehen zu Boden und am Tisch hält sich alles den Bauch vor Lachen, weil der große, der allzu große Mann, der da in nächster Nähe sitzt, vor dem großen Manne warnt. Nach dem Lärm, der sich langsam verliert, hebt Goethe wieder an und lässt den westlichen Geist gegen den chinesischen dennoch hochleben. Zitat, uns Deutschen ist das Individuum teuer, mit Recht, denn nur in ihm sind wir groß. Auch bei diesem Mal ist Thomas Mann zugegen gewesen. Er berichtet später in der Entstehung des Dr. Faustus, er habe zur Zeit der Lotte in Weimar furchtbar unter Ischias gelitten. Dennoch unter höllischen Schmerzen und verrenkten Leibes habe er an seinem Schreibtisch gesessen und, Zitat, die Unio Mystica mit ihm, dem Stern der schönsten Höhe, vollzogen. Man glaubt es nicht, was man da liest, aber es steht da. Thomas Mann hat es selbst aufgeschrieben. Gemeint ist die Einswerdung von ihm mit Goethe. Wo hat diese Vereinigung stattgefunden? An Raum und Zeit lag einiges dazwischen, also etwa 700 Kilometer waren im Raum zu überwinden, von Weimar bis nach Küsnacht, später waren es noch ein paar Kilometer mehr bis nach Kalifornien und 120 Jahre waren es der Zeit nach. Es ist mir aber zu dumm zu sagen, die Unio habe nur geistig stattgefunden, sei nur symbolisch gemeint. Das nur wäre rein äußerlich gesehen, es würde aus der Welt der Trennung stammen. Wer das Ergreifen in das Ergriffenwerden umkehren kann, besser wem das geschehen ist, für den sind Raum und Zeit nicht der Maßstab für alle Wirklichkeit. Die andere, die ekstatische Wirklichkeit, lässt sich allerdings nur stammelnd beschreiben, weil unsere Begriffe für diese Welt mit Raum und Zeit eingerichtet sind und Begriffe für das Ergriffensein nicht existieren. Die ekstatische Erkenntnis bei Hamlet ist aus dem gleichen Geist geboren. Zitat, there are more things in heaven and earth, Horatio, than I dreamt of in your philosophy. Oder ganz nüchtern gesagt, die Bedingungen für die Erkenntnis der Dinge sind nicht gleichzusetzen mit den Bedingungen für die Existenz der Dinge.
Der Roman entstand von 1936 bis 1939 erst am Zürichsee und dann in den USA. 3.5. Es ist alles weltlich. Von Bibel und Kirche ist keine Rede, aber die Unio, diese Einswerdung der Personen, ist die Höchstform der Religion. Der Sohn tritt für den Vater in die Welt ein, und in der Welt tritt er an die Stelle des alten Adam, um als der neue Adam den Menschen wieder zu Gott zu führen, von dem er hier stammt. Das hochtheologische Tauschmotiv ist hier wirksam. Gott wurde Mensch, damit der Mensch zu Gott werden kann. Im Roman ist allerdings der Tausch eine Nummer kleiner angesetzt, da nimmt Thomas Mann den Platz Goethes ein und umgekehrt. 3.6. In der Welt ergreife ich die Dinge, von den Personen in der Welt werde ich ergriffen. Die Transzendenz der Person Gottes zeigt sich in der Transzendenz der Personen in der Welt. Und von wem ist unser Dichter mehr ergriffen als von unserem Dichterfürsten? Ob so etwas erlaubt ist? Darf man das aussprechen? Die Unio Mystica ist sonst nur bekannt zwischen Gott und seinen Heiligen, genauer gesagt offenbar zwischen Gott und seinen heiligen Frauen. Von Natur aus scheint eine Frau mehr zu dieser Einheit zu neigen, aber zwischen zwei menschlichen Personen, die dann noch männlich sind? Ich denke, in diesen hohen Formen der Mystik spielt das Geschlecht keine Rolle mehr. Jede Person ist eine Wirklichkeit in sich, die Welt und Natur überschreitet. Wie heißt es bei Jesus, als er nach der Levir-Ehe gefragt wird? Zitat: Nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sein wie die Engel im Himmel. 3.7. Noch ein zweites religiöses Element lässt sich im Lotte-Roman finden. Im letzten Gespräch, wiederum ganz literarisch und ganz real, während Goethe in der Kutsche sitzt, die Charlotte vom Theater abholt, was sich in der höheren Wirklichkeit der Personen zuträgt, zieht Goethe wieder einmal die Bilanz seines Lebens, diesmal in den Worten von Thomas Mann. Charlotte raunzt ihn an wegen der zahllosen Frauen in seinem Leben. Sie lässt den Reigen aufziehen und verweist auf die vielen Marien Beaumarchais, die dem ganz jungen bis zu dem ganz alten Goethe auf seinem Lebensweg verfallen sind. Sie selbst gehörte auch für einen Augenblick in diesen Reigen, vor 44 Jahren in Wetzlar im Jahre 1772. Sie versucht es mit ironischer Entsagung und steht doch in Tränen. Zitat: Ach, es ist wundervoll, ein Opfer bringen, jedoch ein bitteres Los, ein Opfer zu sein. 3.8. Hierauf kann es nur eine Antwort geben, die Einheit von Leben und Leiden. Wer viel gelitten hat, darf auch viel Leiden gebracht haben. So antwortet Goethe Mann, Zitat: Tod, letzter Flug in die Flamme, im All einen, wie sollte auch er denn nicht nur eine Wandlung sein? In meinem ruhenden Herzen, teure Bilder, mögt ihr ruhen, und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn wir dereinst wieder zusammen erwachen. Wer will hier den Philister spielen und kleinliche Münzen zählen? Das ist natürlich der reinste Pantheismus. Das eine im All, das All im einen, da verschwimmen die Personen und sind nicht mehr. Es hat seine schöne Wahrheit, diese Auflösung aller Grenzen, und wahrlich, sich aufzugeben, ist Genuss. So klingt es zu Anfang. Thomas Mann bringt zusammen, was bei Goethe manchmal auseinanderfällt, den apersonalen Pantheismus und den personalen Theismus. Am Ende kommen sie alle wieder, die Personen. Alle Leute erwachen zu neuem Leben, nachdem im fünften Akt der Vorhang der Weltgeschichte gefallen ist. Sie werden weitergeführt zur Auferstehung und liegen sich in den Armen, womit die letzten Zeilen der Lotte von Thomas Mann die letzten Zeilen der Wahlverwandtschaften von Goethe sind. Viertens, das Gesetz 1944. 4.1, wir kommen zu den Werken, die ganz im Exil entstanden sind, das Thomas Mann 1938 für mehr als ein Jahrzehnt in den USA bezogen hat. Das zweite ausdrückliche Religionswerk unseres Dichters ist die Mose-Erzählung Das Gesetz. Thomas Mann ist in Amerika angekommen, er tritt in Kontakt mit den Unitariern, denen er sich im Exil zuwendet. Das ist eine christliche Gruppe ohne festes Glaubensbekenntnis
Ob Jesus mit Gott gleich ist, interessiert hier wenig. Umso mehr, ob sein Gebot der universalen Liebe gleich gelebt wird, wie er es gelebt hat. Thomas Mann bringt seine Enkel Frieda und Angelika im Frühjahr 1942 zur unitarischen Taufe, wobei er selbst Pate steht. 4.2. Die Erzählung über Mose zeigt amerikanischen Geist, wie auch die Unitarier dieses Geistes sind. Thomas Mann ist dem innerweltlichen Pragmatismus seines neuen Heimatlandes nicht abgeneigt. 1944 hatte er den amerikanischen Pass erhalten und ein Jahr später in einem Essay den Geist Nordamerikas bejubelt. Zitat: Eine glückliche, in ihren Anfängen gleich von der Sonne humanitärer Ideen, erhellte und erwärmte Geschichte. Ein tief wurzelnder, nie ganz zu entwurzelnder Glaube an Demokratie, der Menschheitsglaube ist und Glaube an den Fortschritt, das heißt, an eine diesseitige Bestimmung des Menschen, an seine Berufung zu persönlicher und sozialer Selbstvervollkommnung. Die Bestimmung des Menschen ins Diesseits zu legen, ist augenzwinkernde Stimmung. Eine Hommage an seine neue Heimat, da Thomas Mann doch der zähe europäische Metaphysiker bleibt, der er immer war und zu dem er sich seit 1925 bekennt. Gleich zu Anfang, als er im Jahre 1938 den Boden der neuen Welt betrat, hatte er sein Credo abgelegt. Zitat: Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine deutsche Kultur in mir. Und die deutsche Kultur ist zäh metaphysisch, von Martin Luther bis Martin Heidegger. Sie fragt nach den letzten Gründen. Das liegt Amerikanern eher fern, aber unser Dichter lebt jetzt in Amerika. 4.3. Die Erzählung über das Gesetz des Mose ist eine Auftragsarbeit und vom Geist des neuen Landes getragen. Ich mache zwei Quellen aus, die beide im Geist des Landes wie in der Novelle zu finden sind. In beiden berühren sich Gott und Welt, Transzendenz und Immanenz unaufhörlich. Die letzten Gründe erscheinen hier nur als praktischer Way of Life. Ich finde diesen Weg der neuen Welt eindrucksvoll gebündelt in Max Webers Erkenntnis von 1904 über, Zitat, die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus. Dieser Geist wurde in Europa als Calvinismus geboren, kam über die Pilgerväter zu Anfang der Neuzeit nach Amerika und hat dort die klarsten Früchte getragen. Wer wird von Gott geliebt? Nicht derjenige, der das Gute tut, sondern derjenige, der von Gott zum Guten bestimmt ist. Deshalb muss ich das Gute tun in dieser Welt, nicht weil ich Gott oder die Menschen liebe, sondern weil ich erkennen möchte, ob ich von Gott geliebt bin oder ob er mich zum Untergang bestimmt hat. Im Falle seiner Zuneigung beginnt er schon in dieser Welt, mir seine Gunst zu zeigen, um sie dann in der Ewigkeit zu vollenden. In Amerika gilt, die Gunst Gottes in der Welt ist das Geld. Die amerikanische Verfassung enthält den Geist Calvins in der Erklärung Jeffersons. Von ihrem Schöpfer sind alle Menschen mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet, dazu gehören, Zitat, Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Transzendenz und Immanenz durchdringen sich hier und werden übersichtlich, was wohl der Sinn der Lehre Calvins von der doppelten Prädestination war. Mose als Pilgrimvater, das ist das Thema der Novelle von Thomas Mann. Mose sorgt für das weltliche Wohl seines Volkes und in der endlichen Welt beginnt das Wohl, das in der unendlichen Welt vollendet wird. 4.4. Die unklare Geburt des Mose ist bekannt und die Erzählung unseres Dichters macht sie noch unklarer. Mose schwebt von Geburt an und in seiner Person zwischen Ägypten und Israel, was nicht unbedingt biblisch, aber voller Spannung ist. Warum hat sich der halb edel geborene Ägypter Mose auf die Seite der ganz unedlen Hebräer geschlagen? Jedenfalls stellt Thomas Mann ihn als den Liebesunfall einer ägyptischen Prinzessin mit einem hebräischen Jüngling dar. Nietzsche und Freud haben über Mose geschrieben, um die Gestalt loszuwerden. Unser Dichter schreibt, um ihn sich einzuverleiben, weil er in ihm den amerikanischen Geist erfühlt. Das Volk, aus dem Mose zur Hälfte stammt, ist gar kein Volk, sondern ein Gehudel, aus dem er dem Herrn, Zitat, ein heiliges Volk aufzurichten versucht. Es besitzt zwar Erzählungen von einem Stammvater Jakob und einem Sohne Josef,
der merkwürdig genug nach Ägypten verschlagen wurde, aber mehr ist es nicht. Ohne göttliche Erwählung kann nichts Großes gelingen, kann kein Volk geboren werden, weder im alten Israel noch im neuen Amerika. Deshalb bezieht Mose seine Autorität aus einem geheimnisvollen Dornenstrauch, der nicht verbrennt. Und die Pilgerväter fühlen sich erwählt durch die Kraft ihrer Seele, die ebenfalls grenzenlos ist und nicht verbrennt. 4.5. Die beiden Gegner des Mose, Nietzsche und Freud, sind auch Gegner unseres Dichters. Thomas Mann lebte mit dem großen Triebverzicht, als er seine Frau Katja heiratete und 6 Kinder zeugte. Und in seinem Essay von 1931 über die Religion will er das Drama zwischen Geist und Trieb ebenfalls nicht aufgehoben wissen, wie es die beiden wollen. Nietzsche wohl noch mehr als Freud, der sich nicht ganz sicher ist, ob er das Drama einfach zugunsten des Triebes auflösen soll. Eben das heißt, religiös zu sein, die Spannung zwischen Sünde und Heiligkeit für ein hohes Gut zu halten, in dem sich Endlichkeit und Unendlichkeit berühren. Und Thomas Mann bekennt sich dazu. Die Antinomien des geistig-fleischlichen Doppelwesens ist das Absolute und der Mensch, Zitat, belüge sich selbst, wenn er sie verleugnete, den Aufblick verleugnete zu Gott, den Aufblick zu sich selbst. 4.6. Selbst alte Legenden sehen es so wie Thomas Mann. Der erste Bischof von Freising hieß um 600 Corbinian, dem, als er nach Rom reiste, ein Bär auf dem Brennerpass den Reiseesel erschlagen hat. Darauf befiehlt Corbinian dem Bären mit dem Kreuze Christi, ihn und das Seine auf die Schultern zu nehmen und nach Rom zu tragen. Der große Schweizer Psychologe C.G. Jung kommt zu dem gleichen Ergebnis wie Thomas Mann. Der Mensch darf sein geistig-fleischliches Doppelwesen nicht abschütteln, er muss mit Hilfe der gebändigten Triebe sein Leben bewältigen. Eine edle Parallele. 5. Dr. Faustus 1943 bis 1947. Zitat, als die Kultur vom Kultus abfiel, war auch sie bald nur noch ein Abfall. Kapitel 25. 5.1. Wir kommen zu den Dämonen unseres Dichters, zu dem Roman Dr. Faustus. Held der Erzählung ist der Tonsetzer Adrian Leverkühn, hochbegabt seit früher Jugend und kalt bis zur Erstarrung des Lebens. Mit ihm will Thomas Mann den Roman seiner Epoche schreiben, wie er sagt. Leverkühn ist der Mensch der Neuzeit am Ende der Neuzeit, dem langsam die Ideen ausgehen, weil die Epoche alle Ideen verbraucht hat. Inspiration ohne Gott gibt es nicht, denn Gott gibt dir Lieder in der Nacht, wie es bei Hiob heißt. Doch wenn die Transzendenz versperrt ist, und die Neuzeit hatte die Transzendenz nach oben planvoll versperrt, warum dann nicht einmal die Transzendenz nach unten versuchen? 5.2. Tonsetzer heißt übrigens der Held des Romans und nicht Komponist, wie gewöhnliche Leute genannt werden, die Töne zu Papier bringen. In der Sprachsphäre von Thomas Mann sind Fremdwörter zu vermeiden, weshalb wir statt Sprachsphäre auch besser von der Höhe der Sprache sprechen. Fremdwörter haben keine Seele, sie haben nur eine Funktion. Schon Jahre zuvor hatte Thomas Mann einen Faustroman zu schreiben im Sinne gehabt, aber sich zunächst auf anderen Feldern bewegt. Ich denke, vor seinem religiösen Erwachen am Ende des Zauberbergs war die Gestalt schon in ihm angelegt, aber noch nicht zur Reife gelangt. Auf die 14 oder 17 Jahre des Josef folgte dann unmittelbar ab 1943 der Faustus. Dieser Roman spiegelt das Ende der Neuzeit im Ende des Ersten Weltkriegs und Zweiten Weltkriegs wider. Es ist auch das Ende der Epoche und jedes Ende ohne Vollendung ist schrecklich. Der Übergang zwischen diesem Werk und seinem Vorgänger ist nicht schwer zu erraten. In früheren Zeiten, in den Zeiten des Seth, war die Transzendenz allgegenwärtig gewesen. Josef lebte unentwegt in der Gegenwart des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sein Jenseits lebte im Diesseits, und das war ja das Erlebnis unseres Dichters gewesen, das er 1931 aufgezeichnet hat. Zitat: Wir sind vom ewigen Rätsel so umdrängt, man müsste ein Tier sein, um es sich nur einen Tag lang aus dem Sinn zu schlagen. Keinen Tag, seitdem ich wach bin, habe ich nicht an den Tod und das Rätsel gedacht.
5.3. In der Neuzeit war es schwieriger geworden, an das ewige Rätsel zu denken. Das sagen die beiden Werke, weil der Künstler nicht nur seine persönliche Hemmschwelle niederlegen musste, sondern die Hemmungen einer ganzen Epoche. Er muss nicht nur an seine Berufung glauben, er muss sogar die Möglichkeit der Berufung überhaupt beweisen. Der frühe Josef lebte so sehr in der Transzendenz, wie der späte Leverkühn in der Immanenz lebt. Eigentlich sollte die Brücke zur Transzendenz in der Leutzeit längst abgerissen sein, weil alles nach dem Programm der neueren Zeit nur noch Natur sein sollte. Aber Inspiration braucht den Anhauch aus dem Jenseits. Ohne Inspiration sind Kunst und Wissenschaft unmöglich. Immanenz erzeugt keinen Geist, sondern nur Maschinen. Der kartesische Plan zur Eroberung der Natur ist ein Plan zur Eroberung der Transzendenz. Er lebt von ihr und beseitigt sie zugleich. Das heißt, das war das Programm des Cartesius. Vom Gelingen kann keine Rede sein. Kein Wunder, wenn die Wachenleute in der Neuzeit so viel über den Nihilismus geklagt haben, der ihnen das Leben raubt, weil er die Quellen verschüttet. 5.4. Jedenfalls die Transzendenz nach oben zu Gott hin war in der Neuzeit durch die Grillen der Epoche verstellt, weshalb sofort die Versuche begannen, die Transzendenz nach unten zu suchen. Der Teufel muss als Ersatz her. So gab es eine Faustdichtung von Christopher Marlowe zu Anfang der Neuzeit, eine von Goethe in der Mittelzeit und eine von Thomas Mann am Ende, die vielen anderen nicht gerechnet. Alle drei Faustgestalten suchen Inspiration, um aus der abgeschlossenen Welt der Natur zum Durchbruch zu kommen. Das ist das Leitmotiv auch hier im Faustus. Zitat: Es gibt im Grunde nur ein Problem in der Welt und es hat diesen Namen. Wie bricht man durch? Wie kommt man ins Freie? Wie sprengt man die Puppe und wird zum Schmetterling? Das ist merkwürdig, denn das Programm zur Abschaffung der Transzendenz ist nur ein Programm. Es ist ein Gedankending, nicht mehr. Die Transzendenz lässt sich gar nicht abschaffen. Aber weil das niemand in der Neuzeit so richtig wissen konnte, hat das Programm der Immanenz dennoch mächtig gewirkt und wie ein Damoklesschwert über der Epoche geschwebt. 5.5. Die Künstler fühlten sich aufs Trockene gestellt, glänzend erkannt von unserem Dichter. Zitat: Als die Kultur vom Kultus abfiel, war auch sie bald nur noch ein Abfall. Obwohl es noch viel großartige Kultur in Bild und Ton und Schrift gab, was alles gar nicht wie Abfall aussah. Es gab in der Neuzeit ein riesiges Feuerwerk, aber wie jeder weiß, wird das Vergnügen mit dem Feuerspielzeug bald vorbei sein. In Musik und Malerei und Literatur verlor die Kunst im 20. Jahrhundert schließlich ihre Gestalt. Sie wurde ortlos, weil sie den Menschen schon vorher an die Maschine verloren hatte. Mit dem Pop wurde die Musik zum Rausch und mit der Zwölftontechnik zu einem Nichts. Mit Pablo Picasso löste sich die Person in ihre Teile auf und in der Literatur ging der Mensch im Gulag und in den Romanen wie 1984 verloren. Kein Wunder, wenn Thomas Mann endlose Bemerkungen macht in seinen Briefen und Essays vom Ende einer Kultur, nach der nur noch die Barbarei kommt. In einem Brief vom Oktober 1952 an Adorno heißt es, Zitat: Was ich kommen, unaufhaltsam heraufziehen und sich ausbreiten sehe, ist einfach die Barbarei. Unsere höhere Literatur kommt mir vor wie ein hastiges Resümieren und parodierendes Rekapitulieren des abendländischen Mythos, rasch noch vor Einbruch der Nacht. 5.6. Im Dr. Faustus sucht Adrian Leverkühn im Namen von Thomas Mann den Ausweg, deshalb ist er erst einmal Theologe geworden und muss als Fachmann für Transzendenz die Wege aus der Immanenz studieren, bevor er die heilige Schrift unter die Bank legen und seine Erleuchtung empfangen kann, von unten statt von oben. Der kalte Künstler interessiert sich nicht für Gott, sondern für die Eingebung durch Gott. Es ist das fatale Zwecken von Personen. Nicht ich lasse mich in Dienst stellen, sondern ich stelle Gott in Dienst. Das eben lernt Adrian im Studium. Alle Inspiration huldigt der Transzendenz für die Immanenz. Sie ist ein unausdenkbarer Balanceakt zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit. Der Teufel spöttelt über den Künstler früherer Zeiten. Zitat: Was der in seinen klassischen Läufen allenfalls ohne uns haben konnte, das haben heutzutage nur wir zu bieten.
Das ist klar. In den klassischen Läuften war die Transzendenz zugänglich, jetzt ist sie offiziell verboten. Inspiration ohne Transzendenz aber gibt es nicht. Früher waren die Türen nach oben offen, jetzt sind sie verschlossen, da hilft nur noch die Transzendenz nach unten. 5.7 Und natürlich, diese neue untere Transzendenz kann auch die Bohème ertragen und sie ist ganz nach dem Geschmack von Thomas Mann. Den Geist der Bohème will er verlassen, ihre Sprache aber ganz und gar nicht. Er bewegt sich in ihr mit tänzelnder Eleganz und bleibt ihr treu bis ans Ende. Wer kann schon von Gott reden, ohne sich lächerlich zu machen? Erträglich wird die Rede von Gott nur indirekt, in der heiligen Legende oder in der Liturgie oder in der Beichte. Niemals im Recht haben. Selbst die ernste Theologie muss hier ihre Schwäche eingestehen und ihre Grenze bekennen. So heißt es 1215 auf dem 4. Laterankonzil ganz offiziell, es ist die Gründungsurkunde der negativen Theologie, Zitat, zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine Ähnlichkeit feststellen, ohne nicht noch eine größere Unähnlichkeit feststellen zu müssen. Solche Differenz lädt den Literaten ein, sie zu benutzen. Ironie ist das Bewusstsein der Differenz zwischen Aussage und Ausgesagtem. Von der Sache her, also von der Transzendenz, wie von seinen Zuhörern her, ist Thomas Mann in seinem Element. 5.8 Mephisto ist sein Teufel, sein Sprachrohr und Pressesprecher für die Welt, der den Weg Gottes lehrt, indem er den Musiker Leverkühn in die Hölle führt. Ich stelle die Gotteslehre des Thomas Mann hier unter drei Stichworte. Absage an die liberale Theologie, Absage an die Neuzeit, Ansage einer echten Transzendenz. Man kann natürlich ebenso gut sagen, es gebe nur ein einziges Stichwort und das heißt, die Natur ist nicht alle Wirklichkeit. Ab 1925, ab der Zeit der literarischen Bekehrung von Thomas Mann, trat diese Erkenntnis über die Natur in das Bewusstsein der Physiker, auch der Philosophen, dann auch der Literaten, die damit in Berührung kamen, und ab dem 21. Jahrhundert wird es wohl eine weitere Öffentlichkeit werden, da selbst ein ehemaliger Atheist wie Paul Feyerabend das Ende der Neuzeit verkündet. Zitat: Wir müssen uns mit den Trümmern des klassischen Weltbildes begnügen, die von nun an als die Elemente eines neuen Weltbildes zu gelten haben. Deshalb sein Fazit: Zitat: Wir müssen uns mit den Trümmern des klassischen Weltbildes begnügen, die von nun an als die Elemente eines neuen Weltbildes zu gelten haben. Deshalb sein Fazit: Zitat: Ich war ein rabiater Atheist, aber jetzt im Augenblick keine Spur. 5.9 Die Mitte des Faustus-Romans ist das Kapitel 25, dem Inhalt nach, wenn es um die Inspiration geht, und den Zahlen nach, wenn man die Kapitel richtig zählt. Der Teufel führt ein Gespräch mit Adrian Leverkühn in Mittelitalien, in dem Örtchen Palestrina nahe Rom. Wenn es um Inspiration geht, geht es um den Spiritus, um den Geist, der nicht Produkt der Natur sein kann. Die Natur ergreife ich, aber nur, was über die Natur hinaus liegt, ergreift mich und wird mir zur Erleuchtung. Eingebung ist ergriffen sein, und wo es bloß die Natur gibt, besser gesagt geben sollte, gibt es kein Ergriffensein. Aber kann das stimmen? Die geistige Produktivität der Neuzeit im westlichen Europa war doch überwältigend. Die kleine westliche Halbinsel des eurasischen Kontinents hat sich etwa vom Mond aus betrachtet wie eine Explosion über den Planeten Erde gelegt. Sie hat politisch, wirtschaftlich, militärisch, vor allem aber geistig in Wissenschaft und Philosophie von einer enormen Inspiration gelebt, die eine solche Explosion gespeist hat. Wie passt das zu dem Verlust der Transzendenz? 5.10 Ich denke, die Säkularisierung des westlichen Abendlandes lebte in der Neuzeit von einer gewaltigen Zeitverschiebung. Sie lebte von Quellen, deren Existenz sie nicht garantieren konnte. Das Geistesgut ist nicht von denen geschaffen worden, die es später in Besitz nehmen wollten. Hier gilt das strenge Gesetz der Geschichte. Zucht erzeugt Reichtum und Reichtum zerstört Zucht. Die Kultur im Westen ist säkular geworden, wie noch nie eine Kultur vorher säkular geworden ist. Aus Askese sollte Konsum werden. Was Gott war, sollte Natur werden. Die Priester sollten durch die Wissenschaftler ersetzt werden. Und dabei sollte diese Natur grenzenlos sein wie Gott.
denn sonst würde sie ja nur eine Schöpfung unter dem Unendlichen sein. Aber warum läuft die Säkularisierung dann leer? Warum wird der Abfall vom Kultus ein Abfall in der Kultur? Die Antwort liegt auf der Hand. Die Neuzeit war nicht erfolgreich genug. Grenzenlos zu träumen heißt noch nicht grenzenlos zu leben. Oder für die Philosophen, das Bewusstsein des Unendlichen ist noch nicht das Sein des Unendlichen. Das Gefühl unbedingter Abhängigkeit ist noch nicht die Erkenntnis unbedingter Abhängigkeit. Noch weniger ist ja das Leben in dieser Abhängigkeit. 5.11. Jedenfalls der Mephisto des Thomas Mann fällt von einem Spott in den anderen. In der Mitte des Faustus steht das Kapitel 25 und in der Mitte des Kapitels steht der Satz über den Abfall der Kultur vom Kultus. Das ist das schöne Stilmittel der Ironie, das die Ohren der Bohème unterhält und nicht bedrängt. Was würde das für einen Aufschrei geben, wenn dieses Motto von einem göttlichen Gericht gesprochen würde? Dann wäre es nur mehr ein kleiner dummer Vers der beleidigten Theologenschaft, die den Abfall vom Kultus mit einem Tritt gegen die Kultur beantwortet. Es ist schon etwas mehr, wenn der kulturschaffende Künstler so redet. Da wir mit allen Wassern der Ideologiekritik gewaschen sind, können wir nur mal die Stimmen hören, die gegen die eigenen Interessen gerichtet sind. Oder die liberale Theologie, mit der Thomas Mann schwer ins Gericht geht. Jedenfalls sagt sein Pressesprecher, Zitat, der liberale Theolog doch nicht, bin ich doch nachgerade der Einzige, der es konserviert. Wem willst du die theologische Existenz zuerkennen, wenn nicht mir? Der liberale Theologe kann wohl keine Inspiration liefern, da er innerweltlich verbleibt. Und da es Leverkühn gerade darum geht, aus der Unfruchtbarkeit zum Durchbruch zu gelangen, muss sein alter Ego mit der Liberalität brechen. 5.12. Wir müssen also über diese Art von Theologie nachdenken. Wir müssen der Frage nachgehen, warum die liberale Theologie keine Inspiration liefert. Vielleicht kann man Schleiermacher im Anfang des 19. Jahrhunderts als einen bedeutenden Vertreter dieser Theologie nehmen. Jedenfalls urteilt Karl Barth in diese Richtung. Zitat, das Reich Gottes ist nach Schleiermacher mit dem Fortschritt der Kultur schlechterdings und eindeutig identisch. Eine substanzielle Theologie liegt vor, wenn die Bewegung in die Vertikale geht und diese Welt nicht als Abschluss aller Wirklichkeit gilt, bei Schleiermacher geht sie aber eher in die Horizontale. Er selbst scheint es auch so zu sehen, Zitat, das Höchste ist der beständige Kulturfortschritt der Menschheit. Deshalb ist Gott für ihn auch keine Erkenntnis, sondern ein Gefühl, denn alle Erkenntnis ist rational und die behält er der Philosophie und der Wissenschaft vor. Für die Theologie bleibt das Gefühl der unbedingten Abhängigkeit über. Aber ein Fühlen geht nicht über die Welt hinaus. Ich denke, Barth hat Schleiermacher gut verstanden, wenn er ihn an die Kultur und ihren Fortschritt gebunden sieht. 5.13. Aber darf man die liberale Theologie so offen angehen? Die beiden Richtungen der Theologie scheinen sich in diesem Punkte zu bekämpfen, horizontal oder vertikal. War das immer schon so? Man denkt zunächst, das Vertikale gehöre zur Vergangenheit und das Horizontale zur Gegenwart und Zukunft. Aber das ist nur auf den ersten Blick so. In der Theologie hat es immer schon horizontale Blicke auf den Nutzen der Kirche gegeben. Als der Imperator Konstantin im Jahre 313 das Christentum in Rom für zulässig erklärte, dachte er in dem neuen Zeichen des Kreuzes zu siegen, in hoc signo vinces. Und als 100 Jahre später der britische Mönch Pelagius in Rom die Gnade Christi in Besitz nahm, machte er es so ähnlich. Er wollte siegreich mit der Hilfe der Gnade seine Affekte besiegen, ohne noch weiter auf die Hilfe zu setzen. Er war ja schon im Besitz der Hilfe. Ähnlich stellte Joachim von Fieri um 1200 den Heiligen Geist in seinen Dienst und kündigte ein neues irdisches Reich von 1000 Jahren an. Und wirklich kann die Religion in die Horizontale wirken. Sie kann die Trauernden trösten, die Kranken ermutigen, die Mutlosen aufrichten. Sie kann Gemeinschaft stiften durch Lied und Liturgie. Und in der Ethik kann sie Pflichten aufstellen, die das Gute befördern und das Schlechte verringern sollen. Aber kann sie dies wirklich mit Absicht vollbringen? Ich muss bei dieser Frage immer an das Abendgebet denken.
Wer abends betet, schläft besser. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Doch kann man das Abendgebet sprechen, um nachts besser schlafen zu können? Warum gelingt das so wenig? Diesen Abgrund müssen wir beleuchten, um besser über die Absichten in der Religion aufgeklärt zu werden. 5.14. Bringt die Religion einen Nutzen für die Ewigkeit oder für die Zeit? Wer die Frage so stellt, bekommt die Antwort weder noch. Wer auf den Nutzen für die Erde blickt, wird am Ende leer ausgehen und wohl schon viel früher, als er denkt. Es gibt kein Bleiben auf der Erde, für niemanden und für nichts. Der Nutzen auf der Erde kann nur sein, den Nutzen für die Erde fallen zu lassen. Eben das konnte Thomas Mann, als er sagte, er denke jeden Tag an den Tod und sei damit einverstanden. Ein normaler Mensch will nicht an den Tod denken, sondern verdrängt ihn im hundertfachen alltäglichen Nebel. Wer aber auf den Nutzen für den Himmel sinnt, macht es auch nicht besser. Denn er will sein Leben mit Hilfe Gottes erhalten. Wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren, heißt es bei Lukas 17,33. Ich meine, das gilt für beide Orte, für den Himmel und die Erde. Und wer sein Leben verliert, wird es bewahren. Auch das gilt für Himmel und Erde gleichzeitig. Deshalb kann ja das Reich Gottes aller Vernunft zum Paradox schon auf der Erde beginnen. Kurz zusammengefasst, der Sinn des Lebens besteht nicht in meinem Egoismus, nicht in der Angst um mich selber. Sehr schön ist dieses doppelte Paradox von Karl Friedrich von Weizsäcker formuliert worden. Man kann sagen, niemand habe die Geschichte so sehr vorangetrieben wie die Christen, die auf nichts als das Ende der Geschichte hofften, 1977. Ich nehme an, mit der Botschaft vom Reiche Gottes konnten die frühen Christen die Sorge um sich selbst fallen lassen. In der Welt lebt jeder nach seinen Sorgen, das ist Darwins Erkenntnis. Von Natur aus müssen wir Egoisten sein. Nur nützt der Egoismus nichts. Das ist aber nicht mehr Darwins Erkenntnis. Wenn ich dann mein Interesse auf den Himmel setze, bleibe ich der sorgenvolle Egoist, der ich von Natur aus immer war. Die Seligkeit sieht anders aus. Sie ist nicht jenseits des Todes, sie ist auf dem Grunde der Wirklichkeit, die auch den Tod geschaffen hat. Die Seligkeit ist für mich im Diesseits und im Jenseits, wenn ich mich bekehrt habe und weder das eine noch das andere ergreifen will, sondern Gott für seine Gaben danke. 5.15, jetzt das vorletzte Thema zum Dr. Faustus zur Frage der biblischen Sprache. Nach der Wende in seinem Leben um 1925 hatte sich Thomas Mann für lange Zeit dem sehr biblischen Thema Josef zugewandt. Kein Wunder also, wenn die Sprache des Romans hochgradig biblisch ist und sein Autor endlos mit der Heiligen Schrift spielt. Er hat ein biblisches Ohr, das immer wieder Anklänge hört. Die Bibel lesen heißt, sie immer wieder lesen, was unser Dichter wohl getan hat. Nach seiner Wende ist er in allen seinen Werken religiös, aber nicht immer biblisch. Der Faustus macht eine Ausnahme, die zunächst gar nicht auffällt, weil man biblische Sprache nicht erwartet. Und was man nicht erwartet, das merkt man auch nicht. Dabei strotzt der Roman nur so von biblischen Wendungen. Ich will einige Proben geben. 5.16. In Kapitel 8 hält der Pianist Kretschmer einige allgemeine Vorträge zur Musik. Er spricht vor allem über Beethoven und sein Ringen mit der flüchtigen Inspiration. Von Opus 111 werden wir gleich hören. Während der Meister Beethoven sich an einer Vertonung der Heiligen Messe versucht und mit der musikalischen Form der Fuge ringt, was ihm nicht leicht wird, fällt er aus seiner Rolle und herrscht seine Mägde an, die seit Stunden darauf warten, ihm sein Nachtmahl zu präsentieren und die er dann, als sie eingeschlafen sind, um Mitternacht andonnert: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wer hört die Anspielung auf Gethsemane und das Leiden Jesu? Dieser war am Abend vor seinem Tode in diesen Garten gegangen, um den Vater um Verschonung von dem Kreuz zu bitten. Unser Dichter, Thomas Mann, hört sie, indem er die Frage Jesu niederschreibt. Manchmal muss man beim Faustus gar kein Bibelkenner sein, um die Kenntnisse des Autors bewundern zu können, der selbst auf die Schrift verweist. Der Zeugungsakt des Menschen, so lässt er im Kapitel 13 verlauten, sei von ästhetischer Scheußlichkeit, er sei ein Vehikel und ein später Ausdruck der Erbsünde. Und nun kommt eine Anspielung auf das Alte und das Neue Testament in einem Atemzug.
Nicht umsonst hatte der Engel zu Tobias gesagt, über die, welche der Lust ergeben sind, gewinnt der Dämon Gewalt. Denn die Macht der Dämonen lag in den Lenden des Menschen, und diese waren gemeint, dort, wo der Evangelist sagte, wenn ein starker Gewappneter seinen Palast bewacht, so bleibt das Seine im Frieden. Das war selbstverständlich geschlechtlich zu deuten. Geheimnisvollen Worten war immer solche Bedeutung abzuhören, und hellhörig hörte gerade die Frömmigkeit sie ihnen ab. 5,17. In Kapitel 15 wird das letzte Buch der Bibel über Leute zitiert, Zitat, die weder kalt noch warm, sondern lau sind, um dann im Kapitel darauf wieder ins Alte Testament zu dem Propheten Jona zu springen, der von, Zitat, Ninives Sünde plaudert. Der Prophet Elia darf sich zeigen mit seiner großartigen Gotteserfahrung aus dem ersten Buch der Könige da, Zitat, die Gottheit nicht mehr im Wetter, sondern im stillen Säuseln kommt. Alles im Alten Testament hatte mit der bloßen Macht begonnen, die jedes Recht niederlegt. Hier regt sich das stille Recht und lässt sich von dem machtvollen Wetter nicht mehr vertreiben. In Kapitel 38 will der Konzertagent Saul Fiedelberg den scheuen Musikmeister und Tonsetzer aus seiner störrigen Einsamkeit in die Öffentlichkeit führen, natürlich nach Paris. Zitat, der Weg zum Ruhm führt in Paris über die Verrufenheit. Ich werde sie also, und er schlüpft in eine schon bekannte Rolle, ich werde sie, Zitat, auf meinen Mantel durch die Lüfte zu führen und ihnen die Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit zeigen. Allerdings, wie schon vor 2000 Jahren in den drei Versuchungen Jesu, erhält unser Mephisto Fiedelberg eine Absage und muss seines Weges ziehen. 5,8. Schließen wir den Dr. Faustus mit einem Fulmen in Clausula ab, mit einem Blitzlichtgewitter zum Ende hin. Da übertrifft sich unser Dichter in Sachen Ironie und schießt den Vogel ab. Thomas Mann zelebriert einen Durchbruch in Sachen Musik, der für ihn keiner ist. Man fragt sich, wen er hier mehr auf den Arm nimmt, sich selber, seinen Co-Autor Adorno oder seine tragische Musikergestalt Adrian Leverkühn. In Kapitel 8 hatte ein Pianist namens Wendel Kretschmer die Metaphysik der klassischen Musik für beendet erklärt, indem er die Sonate für beendet erklärt hatte. Es war die Musiktheorie Adornos, die hier Thomas Mann ziemlich wörtlich übernommen hatte. Thomas Mann wollte in der letzten Sonate Beethovens in C-Moll Opus 111 mehr sehen als nur das letzte Musikstück eines Komponisten. An der Sonate von 1820 und mit ihr wollte er die leidige Metaphysik des Abendlandes für beendet erklären, die über Jahrhunderte hinweg für Harmonie gesorgt und die Verzweifelten in den Abgrund getrieben hatte, die Harmonie zwischen Gott und Natur, die Harmonie zwischen Aristoteles und Bibel, die Harmonie zwischen Himmel und Erde. Zwar hatte Luther zwischendurch schon einmal Aristoteles und die scholastische Theologie für ranzig erklärt, aber das hatte der Metaphysik nicht geschadet. Im Gegenteil, es hatte ihr nur neuen Schwung gegeben. Jeder Todfeind der Metaphysik verschafft ihr neues Leben, da jedes Leugnen einer Welt nach oder hinter der Physik die Vorstellung einer anderen Welt jenseits dieser neu aufleben lässt. 5,19. Adorno war mit dem Leben in dieser Welt unzufrieden, deshalb wollte er auch keine Zufriedenheit in einer anderen Welt. Er lebte in der zweiten Empörung, die keine Hoffnung mehr zulässt. Sein Motto sollte weltallweit gelten. Es gibt kein richtiges Leben in einem falschen Leben. Einen großen Gegenentwurf der Philosophie ohne Metaphysik traute sich Adorno wohl nicht zu. Deshalb wollte er in dem Projekt der Metaphysikfreiheit mehr im Kleinen dienen. Dazu erklärte er zunächst einmal die klassische Musik mit ihrem Dur und Moll für beendet, weil diese natürlich von der metaphysischen Verklärung der Immanenz durch die Transzendenz lebt. Das Dur steht für die Heiterkeit in der Welt, das Moll für die Traurigkeit. Beide stehen aber für die Durchdringung von Gott und Welt, von Transzendenz und Immanenz. Zur Beendigung bot sich das Opus 111 von Beethoven an, weil diese Sonate nur zwei statt der drei üblichen Sätze hatte. Das konnte man als auslaufender Klassik deuten, obwohl sich Beethoven vielleicht nicht viel dabei gedacht hatte, da auch andere Klaviersonaten bei ihm nur zwei Sätze haben. Die von Adorno erhoffte neue Musik ist dann die Musik einer Welt ohne Hoffnung. Und die serielle Musik des Arnold Schönberg klingt eben auch wie Maschinenmusik, da Adorno ganz im Geist der Maschine dachte.
Seine Auffassung der Physik ist wie die von Delametre im 18. Jahrhundert, dessen Hauptbuch L'Homme Machine hieß. Deshalb wehrte sich Adorno so heftig gegen den Wandel der Physik im 20. Jahrhundert, welche die Natur nicht mehr als Maschine beschreibt. 520. Allerdings war der Zeitpunkt etwas verfrüht. Die C-Moll-Sonate entstand schon um 1820. Danach blühte die klassisch-harmonische Musik noch einmal mächtig auf in den Gestalten der Romantik. Adorno hätte am liebsten eine antimetaphysische Revolte kurz nach 1820 erwartet, die er aber erst nach 1900 mit der seriellen Musik von Arnold Schönberg antrifft. Von Adorno wird Schönberg im Laufe des 20. Jahrhunderts in den Dienst der metaphysischen Abdankung genommen, was diesen nicht sehr erfreut hat. Der Durchbruch zur neuen Musik, zu einer neuen Epoche, zu einem neuen Leben für Dr. Faustus feiert unser Dichter Thomas Mann also unter Geleit von Adorno mit der seriellen Zwölftonmusik. Von dieser hat sich Thomas Mann selbst immer freigehalten und nichts, was über Richard Wagner hinausging, gehört. Bei allen Gewagtheiten der Harmonik gehört Wagner auch ganz zur harmonischen Musik, wenn auch etwa der Tristan die Musiksprache des 19. Jahrhunderts breit verändert hat und von vielen als Ausgangspunkt der Zwölftonmusik angesehen wird. Das ist die große Ironie. Der Roman sucht ein neues Zeitalter, in welchem die Transzendenz für den Dr. Faustus wieder durchbrechen kann und ihm Inspiration verleiht. Leverkühn bricht auch durch. Er feiert den großen Durchbruch mit solchen Werken wie Apokalypsis in Figuris oder in Vertonungen von Gedichten Verlaines und des Engländers William Blake. Aber diese Musik, die anders als Opus 111 nie geschrieben wurde, ist alles Zwölftonmusik, die Thomas Mann auf den Tod verabscheut hat. Meine Frage lässt sich nicht beantworten. Wen nimmt er hier auf die Schippe? 521. Vor allem aber ist diese Musik kein Durchbruch. Diese Musik ist ganz in diese Welt eingeschlossen. Ich nenne deshalb die serielle Musik die Maschinenmusik einer transzendenzlosen Welt. Allerdings ist diese Musik für Dr. Leverkühn ein Durchbruch, da sie ihm persönlich neue Möglichkeiten bot, die von anderen Musikern noch nicht probiert worden waren. Was Thomas Mann hier macht, ist Ironie in Hochform. Der Durchbruch in ein neues Zeitalter der Inspiration geschieht in eine Welt hinein, die objektiv gar keine Inspiration bietet und die er persönlich tief verabscheute, da er die neue Musik der Zwölftontechnik auf den Tod nicht leiden konnte. Damit hängt auch der Pessimismus zusammen, in den Thomas Mann in seinen letzten Lebensjahren geschlittert ist. Er sieht nicht, welche Transzendenz sich offenbaren muss. Er erwartet eine neue Offenbarung und er selbst wollte ihr den Weg bereiten. Aber die Transzendenz von unten ist hoffnungslos. Nicht umsonst bekommt der Teufel Schimpfnamen im Roman, unter denen einer hervorsticht. Im Kapitel 25 schimpft der Teufel über seine Beschimpfungen. Zitat: Wer mich den Herrn Dicis et non facis nennt, der wohnt in der Fehlhalde. Ja, der Teufel verspricht und hält nicht Wort. Sechstens, der Erwählte, 1948 bis 1951. 6.1. Wir wollen jetzt die beiden letzten Werke unseres Dichters auf ihre Religion befragen. Der Held des einen ist ein Heiliger ohne Maß, der legendäre Papst Gregorius, hier der Erwählte genannt. Der andere ist ein Hochstapler, auch ohne Maß, seit frühen Tagen als Felix Krull bekannt. Warum Thomas Mann den alten Roman mit dem Taugenichts wieder aufnimmt, ist gut erklärbar. Den Roman hat er 1913 liegen lassen, also wartete das kleine Werk seit 4 Jahrzehnten auf Vollendung. Warum aber unser Dichter den Erwählten schreibt, ist schon schwerer zu verstehen. Großen Erfolg konnte er sich damit nicht versprochen haben. Eine Mittelalterlegende voll undurchsichtiger Wunder. Er meinte aber, und er sagte es auch wörtlich, seine Absicht sei, Zitat, bei düsterer Weltlage die Menschen zu trösten und zu erheitern. Ich weiß nicht, und Thomas Mann wird es wohl auch nicht so genau gewusst haben, wie das geschehen soll. Ein alter Heiligenroman in neuer Form soll das zerbombte Europa aufrichten? Eine Tat hat viele Motive. Ein Motiv war sicher seine Eifersucht auf Adrian Leverkühn, der eine von ihm erschaffene Gestalt und auch sein Konkurrent ist. Jedenfalls erzählt unser Dichter von der Legende,
Zitat Gregorius oder der gute Sünder, die Hartmann von Auer im Mittelalter neu gestaltet hatte und die er seinem Tonsitzer Leverkühn weggeschnappt habe, um sie selbst zu erzählen. Wir sollten uns auf viel verschlungene Ironie einstellen, bei der alles wegen der Weltlage um 1950 sehr ernst gemeint ist. Vielleicht ist es auch nur die Seelenlage unseres Dichters, die sehr ernst gemeint ist. Wer den religiösen Weg einmal betreten hat, der muss ihn auch zu Ende gehen und beim Heiligen enden. Alle Romane seit seiner Bekehrung 1925 sind Erlöserromane. Der Josef, die Lotte, der Faustus, am meisten natürlich der Erwählte, weil der Erlöser hier freiwillig und stellvertretend leidet, auf die Weise unseres Dichters, auf literarische Weise. 6.3. Die Legende vom extremen Sünder und Büßer Gregorius war beliebt im Mittelalter und wurde in ganz Europa wieder und wieder erzählt. Von ferne bezieht sich die Geschichte auf Papst Gregor den Großen, gestorben 604, der allerdings mit der Legendengestalt wenig bis gar nichts zu tun hat. Beide waren wohl sehr klug, der reale und der literarische Gregor, denn beide konnten denken, was in diesem Falle heißt, sie konnten sich in Leute hineinversetzen und erkennen, was der andere so denkt. Thomas Mann war vom Stoff sehr angetan, vielleicht weil die fiktive Heiligengeschichte die reale Geschichte der Heiligen ist. Der Unschuldige nimmt das Opfer des Lebens auf sich, das die Schuldigen des Lebens nicht zu tragen vermögen. Der heilige Pfarrer von Ars soll so etwas getan haben, als er stellvertretend gefastet und für viele den Bußgürtel getragen hat, was alles wir bei unserem Dichter auch antreffen, auf literarische Weise. Wie so etwas möglich ist, wie die Seele eines Menschen beschaffen sein mag, der die Buße anderer Leute übernimmt, muss unseren Dichter von der ersten bis zur letzten Zeile bezaubert haben. Wenn ich ihn seit 1925 für einen religiösen Menschen halte, so hieß es, Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich die Religiosität des Erwählten aufweisen wollte. 6.4. Aber der Inhalt ist doch zu schön, um nicht erzählt zu werden. Schauen wir also hin. Der Roman spielt um das Jahr 1600, als es noch überlebte Senatoren in dem alten Rom gab. Weit ab von Rom in Flandern führt das Herzogspaar Grimald und Baduhenna ein erfülltes Leben. Nur Nachwuchs ist ihnen bislang nicht geworden. Da treten Zwillinge ans Licht, Bruder und Schwester. Sie sind von seltener Schönheit, doch die Frau stirbt bei der Geburt. Sibylla und Williges genügen bald nur noch sich selber. Sie gehen Hand in Hand durchs Leben, als sie 5 Jahre alt sind, als sie 10 und 15 sind. Die Heiratsanträge für Sibylla häufen sich und werden alle abgewiesen. Als schließlich auch der Vater stirbt, fallen die letzten Hemmungen der Geschwister hinweg und Sibylla wird schwanger von ihrem Bruder Williges. Ritter Eisengrein entscheidet, was zu tun ist. Sibylla lässt er in seine Wasserburg am Meer bringen und Williges schickt er auf Kreuzzug ins Heilige Land, wo dieser niemals anlangt. Sibylla gebiert einen Sohn, legt ihn in ein kleines Fass und setzt ihn mit einem Boot auf dem Ärmelkanal ins Wasser. Sie gibt ihm eine hübsche Summe Geldes bei und eine Tafel, welche die Geschichte des Kindes als hochadelig und tiefsündig erzählt. Gott soll über das Schicksal des Kindes entscheiden. 6.5. Die Reise ist gefährlich, aber das Baby reist glücklich. Es landet auf einer Insel und wird vom Abt des Inselklosters aufgenommen. Er tauft es auf seinen Namen Gregorius und gibt das Kind in eine Fischersfamilie zur Pflege, bis es die Klosterschule besuchen kann, wo es sehr auffällt durch Klugheit des Geistes und Schönheit des Leibes. Mit Neid im Herzen gerät ein Ziehbruder in Händel mit ihm. Im Zweikampf siegt der geschickte Gregorius und bricht seinem Gegner die Nase. Voller Zorn kann die Fischersfrau das Geheimnis nicht mehr bewahren und muss die wahre Herkunft herausschreien. Gregorius hört das Geschrei und nötigt den Abt, ihm seine Geschichte zu erzählen. Dieser windet sich, übergibt ihm aber am Ende die Tafel und das durch Zinsen vermehrte Geld. Nun will der 17-jährige Gregorius als fahrender Ritter seine Eltern aufsuchen und erlösen. Er kauft ein Schiff und überquert den Ärmelkanal, jetzt in anderer Richtung. Er landet bei der Stadt Brügge, wo gerade Krieg herrscht. Es ist ein Minnekrieg.
Die Stadt wird belagert von dem bärtigen Herzog Roger, der die Herzogin Sibylla in sein Bett zwingen und ihr das Land nehmen will. Bußfertiger Tatendrang erfüllt Gregorius wegen seiner schuldlosen Schuld. Diese verleiht ihm die notwendige List und er besiegt mit blutiger Hand auch den bärtigen Roger. Ein Rat wird der Herzogin zuteil, sich wegen des Staates wieder zu vermählen, und sie willigt voll Unwissen ein in die Ehe mit ihrem Retter. 6.6. Dieser Ehe entspringen zwei Töchter und geht jäh zu Ende. Allein in seiner Kammer schluchzt Herzog Gregorius täglich über seiner Tafel. Eines Tages, als ihr Mann auf der Jagd ist, entdeckt Sibylla die Tafel, die sie vor 20 und mehr Jahren mit eigener Hand gezeichnet hatte. Sie fällt in Ohnmacht, die Liebe ist ihr zum zweiten Mal zum Inzest geworden. Der Herzog kommt zurück und findet seine geliebte Frau als seine geliebte Mutter wieder. Er sorgt für die nächsten Schritte. Sibylla soll als Herzogin abdanken und sich der Pflege der Armen widmen. Er selbst will als Eremit sein Leben in strenger Buße beschließen. Nach einer wilden Wanderung durch die Wälder Flanderns lässt er sich von einem Fischer einen mächtigen Stein inmitten eines Sees anweisen und mit Eisen anketten. Vor dem Hungertod bewahrt ihn eine archaische Nahrungsquelle, eine Art Erdmilch, die sich jeden Tag für ihn in einer Gesteinsmulde sammelt. So lebt und büßt er auf diesem Felsen 17 Jahre lang, wird immer kleiner und verhutzelter, verfällt in Winterschlaf und erträgt Sommerhitze, bis er von zwei altadligen Senatoren aus Rom gerufen wird, die gerade einen neuen Papst suchen. 6.7. Die beiden hatten je die gleiche Vision über einen Einsiedler im nebligen Flandern gehabt, welcher nach Gottes Wille der nächste Papst sein soll. Sie reisen nach Flandern und finden Gregorius auf dem Steine mitten im See. Aber was war das mit der Vision? Kann sie recht haben? Statt eines Erwählten finden sie ein verkümmertes Murmeltier. Enttäuscht wollen die Besucher abziehen, aber da spricht das struppige Tier zu ihnen und sagt ganz bescheiden: Ich habe einst Grammaticam Divinitatem und Legem studiert. Nun haben sie den Erwählten gefunden. In Windeseile nimmt das Tierchen wieder Menschengestalt an und verwandelt sich in Gregorius. In Rom wird er zum Papst gekrönt und führt die Kirche mit Klugheit in eine neue, glanzvolle Epoche. Jahre später pilgert auch seine Mutter und Ehefrau nach Rom, angezogen vom Rufe des Heiligen und getrieben von einer alten Unruhe. Der Sohn spricht in der Beichte die Mutter wegen ihrer Buße von allen Sünden los. Sie fallen sich in die Arme und gestehen, bei ihrer Hochzeit voller Ahnungen gewesen zu sein. 6.8. Natürlich kann man über das Heilige auch anders sprechen, nämlich zu Leuten, die das Heilige gewohnt sind und in seiner Luft leben. Aber zu der Bohème kann man wohl nur so sprechen, wie Thomas Mann hier spricht, tief ironisch. Weil für die Bohème das Heilige kein Herzblut ist, muss man es ihr auf andere Weise schmackhaft machen. Es gibt leichtfertige Kritiker, die meinen, Thomas Mann habe sich über die Sittenstrenge der alten Zeiten lustig gemacht, vor allem natürlich über die Strenge der katholischen Kirche. Etwas besser, weil etwas freudiger ist Reich Ranitzky dabei, der den Roman als besten Unterhaltungsroman des 20. Jahrhunderts bezeichnete. Das ist ein schönes Lob, läuft allerdings völlig leer, denn es trifft den Punkt nicht. Unser Dichter bietet Unterhaltung und Spaß, um einen ganz anderen Inhalt zu transportieren. Er bietet den Zeitvertreib nur an, um im Gegenteil zu sagen, wo der Ernst der Lebenszeit liegt. Reich Ranitzky ist eben religiös, völlig unmusikalisch und kann über den Tellerrand des diesseitigen Lebens nicht hinausblicken. Unser Dichter sieht sein Tun auch ganz anders und kann an Eudo B. Masson, gestorben 1969, schreiben, Zitat: Als guter Katholik mögen Sie mir glauben, das kleine Werk meint es unter 100 Späßen mit der Idee von Sünde und Gnade ganz ernst. Zuspruch erhält Thomas Mann von einem großen Kollegen, vom Dichter Hermann Hesse, gestorben 1962. Bis zum Erfüllen der Ironien dieser entzückenden Dichtung wird es bei den meisten Lesern reichen, aber wohl nicht bei allen bis zum Erkennen des Ernstes und der Frömmigkeit, die noch hinter diesen Ironien steht und ihnen erst die wahre, hohe Heiterkeit gibt.
6,9, aber es gibt auch ernsthafte Kritik von bevorzugter Stelle, die wir anhören müssen. Romano Guardini hatte von Salzburg aus in einem Vortrag den Josef unseres Dichters gerügt. Im Tagebuch vom 17. August 1951 zeigt sich dieser missverstanden, weil, Zitat, der Mythos verurteilt wird und unterm Beifall des Publikums die Mythisierung der Josefsgeschichte verworfen wird. Guardini hatte sogar vom, Zitat, Verfall des Wahrheitsgefühls gesprochen. Heißt das nicht, dort wird gelogen? Ich möchte mich dennoch auf die Seite unseres Dichters schlagen. Den Mythos, einfach von der Religion fernzuhalten, das wollte mir schon immer nicht gefallen. Das war blinde Neuzeit. Die Entmythologisierung der Schriftauslegung mag ihre Verdienste haben, aber ein Jesus ohne Wunder ist ein Jesus ohne Gnade, der zum Reformpädagogen wird, um den Menschen auf Erden eine schönere Heimat zu bereiten. Es ist mir ein Rätsel, warum Guardini zu dieser theologischen Partei gehören will. Wahrscheinlich dürfen wir ihn auch nicht bei diesen Pädagogen einreihen. Aber was für Guardini die Liturgie bedeutet, die inwendige Wahrheit nach außen darzustellen, das macht Thomas Mann mit der Mythisierung. Dadurch wird die Heiligkeit erfahrbar auf literarische Weise. Zur wirklichen Heiligkeit wird sie dadurch noch nicht, das hat sie dann mit der Liturgie gemeinsam, da diese zwar Quelle und Ziel der Gnade ist, aber die Heiligkeit im Leben noch nicht ganz erreicht. 6,10. Ich lebe in großer Hochachtung vor Albert Schweitzer und sein Urteil über die historische Bibelauslegung von 1906, die vor allem eine Entmythologisierung ist, wiegt schwer. Zitat: Sie stellt das Gewaltigste dar, was die religiöse Selbstbesinnung je gewagt und getan hat. Das mag wirklich sein, aber Schweitzer selbst fühlt den Mangel in diesem Tun. Eine vollendete Tat war diese Besinnung für ihn nicht. Er selber hoffte auf eine große Lösung in den, Zitat, kommenden Jahrhunderten. Ihm hat diese Selbstbesinnung jedenfalls die Religion genommen. Er gab die Theologie auf und wurde zum ärztlichen Pädagogen im afrikanischen Alambarene. Ich weiß nicht, wen ich noch für unseren religiösen Dichter aufbieten soll. Vielleicht Sokrates, den Erfinder der Ironie. Im Phaidon erzählt er, wie er die Grenze des Begriffs entdeckt hat. Danach konnte er sich dem Mythos seiner griechischen Zeit öffnen. Oder was sollen wir aus dem Seewandel Jesu lernen? Soll dies Wunder die Autorität des Reformpädagogen aus Nazareth stärken? Oder sollen wir an der Seele gestärkt werden, an eine Welt zu glauben, die nicht nur von dieser Welt ist? In Wundern nur und anders nicht ist die inwendige Seele nach außen darstellbar. Wer sagt, das kann nicht sein, das steht gegen die Wissenschaft, der hat die Welt schon in eine Maschine verwandelt, deren Kausalität keinen Ausgang aus der Welt mehr kennt, was im Übrigen veraltete Physik ist. Siebtens, Felix Krull, 1910 bis 1954. 7,1. Bewähren müsste sich unsere Erkenntnis an dem Hochstapler-Roman Felix Krull. Begonnen hatte Thomas Mann mit der Bohème-Geschichte in der Zeit seiner eigenen Bohème. Weitergeführt hatte er ihn Jahrzehnte später, gerade nachdem er das Leben des Erwählten abgeschlossen hatte. Er hätte den Schelmenroman wohl auch vollendet, wenn ihm der Tod nicht die Feder aus der Hand genommen hätte. Können die 25 Jahre verdeckter Religiosität ohne Spuren geblieben sein? Die Bohème beherrscht offen das erste Buch des Krull. Es enthält nichts als die lasziven Späße, die alle Welt in den Abgrund reißt und den Vater Engelbert Krull in den Selbstmord treibt. Seit 1913 liegt das Buch da, mit einem ersten Kapitel und erwartet seine Vollendung. Auf einem Zettel notierte unser Dichter, was folgen sollte. Ein zweiter Teil würde lauten, Zitat, Kellner und Reise. Vier weitere Kapitel wurden notiert. Das sechste sollte das Ende und den Tod des Helden bringen. Für die geplanten Teile bis zum Ende des Felix hat Thomas Mann allerdings keine Zeit mehr gefunden. Fertig wurden in einer anderen Einteilung der Teil 1 und der Teil 2. Jetzt gibt es ein erstes Buch, das bis 1913 entstanden ist und die Kindheit des Helden zeigt. Alle späteren Texte sind in den 50er Jahren geschrieben worden. Das jetzige zweite Buch zeigt die Laufbahn des Helden mit der berühmten Musterungsszene. Dann ist er in einem Grand Hotel in Paris zu finden. Das dritte Buch beginnt in Paris und zeigt die Vorbereitungen
der Inkognito-Reise als Marquis de Venosta nach Lissabon, die der falsche Marquis auch wirklich antritt. Dort im Süden in Portugal bricht der Roman ab, weil in Zürich das irdische Leben unseres Dichters abbricht. 7.2. Ein erster Punkt. Der Vater Engelbert Krull liegt seit 1913 in seinem Büro und wartet auf die Beisetzung im Grabe. Als Thomas Mann an die Fortsetzung geht, zeigt er seine Wendung zur Religion sofort, indem er Engelberts Sohn Felix Krull zum Pfarrer schickt, der die verblichene Hülle seines Erzeugers der Erde übergeben soll. Eigentlich geht das nicht, denn einem Selbstmörder gegenüber verschließt die Kirche ihre Gnadengaben. Eine spätere Zeit wird geneigter sein, das doch zu tun. Sie bleibt bei ihrem Grundsatz, sieht in jedem Suizid aber die Folge einer depressiven Krankheit, und Krankheit kann nach allgemeiner Meinung keine Schuld sein. Aber die Zeit vor dem Konzil 1965 sah die Fälle strenger an und nahm den Selbstmord als freie Tat, die gegen den Schöpfer gerichtet ist. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes streiten sich hier. Wo mehr Wahrheit zu finden ist, wage ich nicht zu entscheiden. 7.3. Der 17-jährige Felix ist das neue Familienoberhaupt und eilt zum Pfarramt, um mit geistlichem Rat Chateau die Funeralien zu besprechen. Dieser Priester sitzt gerade beim zweiten Frühstück mit einer Bouteille Liebfrauenmilch. Zitat: Denn geistlicher Rat Chateau war ein eleganter Priester, welcher den Adel und Glanz seiner Kirche persönlich aufs Überzeugendste vertrat und zur Anschauung brachte. Hier passiert dem Dichter ein kleiner Fehler, der auch vielen gebildeten Leuten passiert. Seine Kirche ist eine falsche Formel. Auch von einem Geistlichen kann man nicht sagen, die Kirche sei seine Kirche, wie sie auch nicht meine oder nicht unsere und nicht eure Kirche ist. Hier wird ein Fehler im Denken zu einem Fehler in der Sprache. Kirche kommt von Kyriake, wobei zu ergänzen ist Ekklesia. Die Kirche ist die herrenmäßige Versammlung, die Herrenversammlung, oder Kirche kommt von Kyriakon, was Gotteshaus meint. In jedem Fall ist sie eine göttliche Gründung durch Christus und kein menschlicher Verein. Der Kegelverein ist meiner, auch der Fußballclub ist meiner, wenn ich mit ihm leide oder siege. Der Kirchenchor ist ebenfalls meiner, wenn ich mitsinge. Die Kirche jedoch ist niemals meine, selbst wenn ich getauft bin. Aber was besagt der kleine Fehler schon bei dem großen Umschwung von 1925, den wir bei unserem Dichter zu betrachten haben? 7.4. Um unangenehmen Fragen zu entgehen, stellt Felix den Tod als einen Unfall dar, der dem Vater geschehen sei, als er prüfungsweise mit einer alten Waffe hantierte. Die Art des Todes ist also nicht weiter von Interesse. Der geistliche Rat ist ein Menschenkenner, weil er ein Gotteskenner ist. Schon wieder sind wir bei der Entdeckung unseres Dichters, der seit 1925 die Transzendenz in der Immanenz, also Gott in der Welt, auf immer neue Weise feiert. Der Priester erkennt die hohe Gabe des jungen Felix, weil er als Kleriker sein Ohr an den ewigen Klängen des Himmels geübt hat und nun die angenehme Stimme hört, die den jungen Mann gewiss noch zu den schönsten Stellungen in der gehobenen Menschenwelt führen werde. Dann folgt ein maßloses Lob auf die Kirche. Zitat: Nun aber ist die katholische Form der Verehrung diejenige, welche, um ins Übersinnliche einzuführen, auf die Sinnlichkeit vorzüglich rechnet und wirkt, ihr auf den erdenklichsten Wegen Vorschub leistet und wie keine andere zur Vertiefung in ihre Geheimnisse anhält. Das ist das Programm des Mythos. Es stellt das Sinnliche in den Dienst des Übersinnlichen. 7.5. Es ist, als ob Thomas Mann den Thomas von Aquin studiert hätte. Der Aquinatus sagt, die Sakramente der Kirche sind von sinnlicher Gestalt, weil die Sinne für den Menschen das große Einfallstor für die Sünde sind. Deshalb muss das Heilmittel dort ansetzen, wo es gebraucht wird. Thomas sieht aber noch tiefer. Die Materie, so sehr sie immanent ist und zur Welt gehört, hat eine ekstatische Eigenschaft, um den Menschen über sich selbst hinauszuführen. Thomas sagt, die Wirksamkeit der sinnlichen Elemente bestehe darin, von sich aus zur Erkenntnis zu führen. Man könnte auch sagen, die Elemente zwingen mich,
aus mir herauszugehen und zur Erkenntnis des anderen zu gelangen. Zitat: Per se habet, quod ducat in cognitionem alterius. Licht, Ton und alle Sinneseindrücke überfallen mich, sie reißen mich aus mir selbst heraus und führen mich zur Erkenntnis nach außen. Das ist seltsam, denn die Materie hat auch die Eigenschaft, von mir ergriffen zu werden, denn sie gehört zur Natur und die lässt sich ergreifen. Sie hat eben nur eben auch die gegenteilige Eigenschaft und da ergreift sie mich. Wie lässt sich die Einheit von ergreifen und ergriffen werden verstehen? 7.6. Man kann sich den Vorgang vor Augen führen. Die Sinne sollen zu dem anderen führen in endlicher Gestalt. Das ist die Welt oder die Natur oder die Mitmenschen. Daher besteht der Leib aller Lebewesen aus Organen, die in horizontaler Richtung nach außen führen. Die Gefahr der Sinne ist, dabei stehen zu bleiben und in der Welt zu verharren. Dann aber erreicht der Mensch das Ziel seines Lebens nicht. Das ist Gott, das ist der andere in unendlicher Gestalt. Auf Gott ist die Seele gerichtet, während der Leib auf das andere in endlicher Gestalt gerichtet ist. Die Sakramente haben also eine sinnliche Seite, damit der Mensch nicht bei den Sinnen stehen bleibt. Gott besitzt die Fähigkeit, mich zu ergreifen, und die Natur besitzt die Fähigkeit auch. Der Unterschied zeigt sich im Unterschied von Endlichkeit und Unendlichkeit. Ganz so einfach ist zwischen Gott und Natur nicht zu unterscheiden. Gott ist in der Natur oder besser gesagt in der Schöpfung präsent und die Mittel des Ergreifens sind endlich. Man kann sie mit der Natur verwechseln, indem man meint, sie völlig ergreifen zu können. Das ist auf endliche Weise möglich, nur nicht auf unbegrenzte Weise, da der Zufall in der Natur echt ist. 7.7. Dieses merkwürdige und großartige Ineinander ist auch bei unserem Dichter zu finden. Ich weiß nicht wie. Deshalb setzt er zum Lob des Ohres an, dass er dem geistlichen Rat Chateau zuspricht. Zitat: Sollte ein Ohr, gewöhnt an erhabenste Harmonien, welche die Ahnung höherer Chöre zu vermitteln geschaffen sind, sollte es nicht reizbar genug sein, den inneren Adel eines menschlichen Stimmklanges zu belauschen? Ein Auge, bewandert in frommer Pracht, in Farben und Formen, welche die Herrlichkeit himmlischer Räume vertreten, sollte es nicht der rätselhaft bevorteilten Anmut natürlicher Bildung besonders erschlossen sein? Ein Geruchsorgan, welches im Dunstkreis der Kultstätte heimisch und vom Weihrauch entzückt, sollte es die immaterielle und körperliche Ausdünstung eines Glücks- und Sonntagskindes nicht spüren können? Das war der erste Punkt der Religion im Felix Krull. 7.8. Ich gehe hier rhapsodisch vor und führe einen zweiten Punkt an. Im Speisewagen des Nachtzuges nach Lissabon kommt Felix am Tischchen des Professor Kuckuck zu sitzen, der sich als Paläontologe und Direktor eines naturhistorischen Museums in Lissabon vorstellt. Er führt Felix Krull alias Marquis de Venosta in die Kosmologie der Schöpfung ein. Kuckuck erzählt ihm von der Evolution des Kosmos, von den drei Urzeugungen, die allem Dasein zugrunde liegen, und versetzt ihn so in die große Freude, eine Erregung, die ihm aus der Kindheit bekannt ist. So fragt er den Marquis, Zitat: Haben Sie je von Urzeugung gehört? Es hat nicht eine, sondern drei Urzeugungen gegeben. Das Entspringen des Seins aus dem Nichts, die Erweckung des Lebens aus dem Sein und die Geburt des Menschen. Das ist eine Schöpfungslehre, die vom Schöpfer erzählt, indem sie seine Werke erzählt und ihn nicht beim Namen nennt. Die Schöpfung wird hier zur Gegenwart des Schöpfers. Professor Kuckuck stellt das Sein zwischen dem Nichts und dem Nichts auf. Die Schöpfung ist also vergänglich. Was sie nicht entwertet, sondern sie wertvoll macht, als die Gabe eines Gebers, der aus voller Freiheit gibt. Eben das sagt auch die Theologie, wenn sie von der Schöpfung aus dem Nichts spricht, von der Creatio ex nihilo. Gott ist der Ewige, nicht die Natur, wie eine schlecht gelaunte Neuzeit gemeint hatte. 7.9. Hier merkt man, wann der Roman geschrieben wurde. Er spielt zwar um die Wende zum 20. Jahrhundert, die Eisenbahn kennt schon Nachtzüge von Paris nach Lissabon,
aber kein noch so kluger Professor konnte damals so reden, wie Kuckuck hier redet. Damals glaubten alle Wissenschaftler an die Ewigkeit der Welt. Weil die Wissenschaft keine einzelnen Ereignisse mag, wie etwa eine Weltentstehung im Urknall. Einzelereignisse sind nicht wissenschaftsfähig, deshalb galt das Axiom, die Natur stehe an der Stelle Gottes und sei ewig. Die Entdeckung Edwin Hubbles von 1929 läutete hier den Umschwung ein. Hubble schätzte wegen der Galaxienflucht das Alter der Welt zwischen 10 und 20 Milliarden Jahre ein. Heute gibt man dem Kosmos ein genaueres Alter von etwa 13,8 Milliarden Jahren. Weil er in den 50er Jahren schrieb, konnte unser Dichter so sicher über das Alter der Welt urteilen. Professor Kuckuck ist eben ein Schalk, der am Anfang des 20. Jahrhunderts schon weiß, was man erst ab der Mitte des Jahrhunderts wissen konnte. Dann kommt die Anspielung auf das Buch Genesis und die Entstehung des Menschen als Spätling. Sie habe, Zitat, Recht, in ihm die Schöpfung gipfeln zu lassen. Der Dichter wird hier durch Zustimmung zur biblischen Erzählung zum Theologen. 7.10. Das ist Schöpfungstheologie und wer glaubt sie? Ich würde sagen, alle drei. Thomas Mann, der Professor und unser Hochstapler. Erzählt wird es dem Marquis alias Felix Krull. Sie erzeugt in ihm die große Freude, das ekstatische Leitmotiv des Romans und natürlich das Leitmotiv des Lebens von Thomas Mann. Die drei Urzeugungen sind nicht direkt biblische Lehre und sie sind es doch. Hier geht die Evolutionslehre Darwins mit der Schöpfungslehre der Genesis eine kluge Verbindung ein. Warum sonst der Beifall für das Buch Genesis? Denn Mutation und Selektion sind eine Gestalt von Zufall und Notwendigkeit. Das ist noch einmal ein Vaticinium ex eventu, eine Prophezeiung von vorne nach hinten. Darwin war gebunden an die kontinuierliche Physik des 19. Jahrhunderts. Von Sprüngen und Urzeugungen in der Natur konnte er nichts wissen. Und was an solcher Schöpfungslehre allenfalls Ironie ist, das haben wir oben schon mit der negativen Theologie des Konzils von 1215 verstehbar gemacht. 7.11. Als dritten Punkt nehme ich die erhoffte Audienz bei Papst Pius XII. Der Papst gibt unserem Dichter einen persönlichen Empfang und dieser kniet als 78-Jähriger im Jahre 1953 voll Ergriffenheit vor 2000 Jahren abendländischer Geschichte nieder. Hier vermischen sich die Sphären von Wirklichkeit und Symbol noch einmal auf schönste Weise. Die Wirklichkeit wird zum Symbol und das Symbol wird zur Wirklichkeit. Im Roman verkündet der 20-jährige verkappte Marquis der schnippischen Tochter Susu des Professors, Zitat, noch lieber würde ich mir eine Audienz beim Papst erbitten und werde es bestimmt einmal tun. Dort beugt man sogar das Knie, was mir großen Genuss bereiten würde und sagt, Votre Sainteté. Die Berichte über die Audienz sind etwas verschieden, je nachdem, wie sehr man die Kirche oder Thomas Mann gerade mag oder nicht mag. Die Feinde bestreiten den Besuch nicht, nun lassen sie ihn in einer allgemeinen Audienz untergehen, von dem der Vatikan nichts berichte, weil sie niemanden interessiert habe. Im Tagebuch unseres Dichters lautet es ganz anders. Zitat, am Mittwoch, den 29. April, Spezialaudienz bei Pius XII. Rührendstes und stärkstes Erlebnis, das seltsam tief in mir fortwirkt. In den rot ausgeschlagenen Vorzimmern Begegnung mit Hutchins und Mortimer Adler, die auf meinen Alleinempfang warten mussten. Dieser im Stehen, die weiße Gestalt des Papstes vor mich tretend, bewegte Kniebeugung und Dank für die Gnade, hielt lange meine Hand. Und wenn ein Detail nicht stimmen sollte, was macht das aus für die Echtheit päpstlicher Verehrung bei unserem Dichter? 7.12. Ein vierter Punkt ist allenfalls im Nebensatz zu erwähnen. Die Religion der Spanier war ursprünglich der Stierkampf gewesen. Unser Marquis Felix lässt sich durch seinen Patron Kuckuck in seine Geheimnisse einführen und dieser vergisst nicht, den knappen Sieg zu erwähnen des vergeistigten Blutopfers der Eucharistie über das fleischliche Blutopfer in der Arena. Ganz verschwunden seien die dienstlichen Bräuche des Stierkampfes aber nicht
meint Kuckuck, und er liest, Zitat, Beziehungen durchblicken zwischen dem Mahl des Messopfers und dem festlichen Blutspiel von gestern. Ende Zürich, August 2022.